Herzlich willkommen zur 40. Folge von Far Cry 4. Und ja, heute haben wir die Wahl, ob wir zu Willis gehen oder zu der goldenen Fahrtmission. Und ja, im Anbetracht der Entfernung würde ich heute ganz gerne zu dem lieben Herrn Willis gehen. Da bin ich mal gespannt. Oh, oh, Alter. Oh, oh. Alter. Oh, aua. Alter, was soll das denn? Alter. Ja, also, das ist ja immer ein schöner Folgenanfang, ne? Ich mache die Folge und dann wird man hier direkt hingerichtet, wie ich das so schön sagen kann. Und man fängt von neuem an. Ne, ganz toll. Dann laufen wir jetzt wieder zu dem lieben Herrn Willis hin. Und versuchen jetzt diesen... Alter, da sind ja... Die sind ja da. Scheiße. Was machen wir denn da? Ich meine, selbst der Granatwerfer hat die nicht gejuckt. Also, es sind starke Viecher. Passiert jetzt dasselbe wie vorhin? Nö. Oder? Also, weil selbst der Granatwerfer... Ich habe den volle Kanne einen Granatwerfer reingemacht und das hat den nicht gejuckt. Ich glaube, das ist ein Teil, das... Das ist halt ein Panzer. Der hat halt einen Panzer und das ist krass, was das aushält. Na gut, ich hoffe, diese Mission von dem lieben Herrn Willis ist nicht so schwer. Oh, da kommen die Herrschaften. Eben mal geschrottet. Geht ja ganz schnell, ne? Geht ja wirklich schnell. Oh, wer schießt da? Alter! Einmal. Tschüss. Tot. So. Mit dem Granatwerfer fühle ich mich irgendwie sicherer. Ich weiß nicht warum, aber... Es gibt mir irgendwie das Gefühl der Geborgenheit, wenn man da mit so einem geilen Granatwerfer rumläuft. Ein Schwein, ich glaube Schweine brauchen wir nicht unbedingt. Hilft den Rebellen im Kampf gegen... Ich hol mir erstmal ein schönes Posterchen. Also schön. Und, na gut, jetzt können wir denen helfen. Tschüss. Und... Ey, versteck die nicht hinterm Baum. Mann. So sind nicht hinterm Baum verstecken, der soll mal herkommen. So, und einmal ein Takedown. Da gibt es ein bisschen Munition auch nochmal dazu. Und ja, dann sagen wir jetzt mal hier Hallo. Wer sind Sie? Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Je eher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Hallo? Hey. Sind Sie noch da? Reden. Na, super. Und jetzt Checkpoint. Free Willis. Ist er gefangen? Oder wie? Infiltriere den Flughafen. Eieieiei. Ja, das haben wir letztes Mal schon gesehen und der Flughafen, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal dann zu meiner Burg und von da aus könnte ich das Ganze ja nochmal steuern und mal schauen, wie wir das machen. Ja, ja, segne dich auch. Ich gebe dir auch gleich einen Gott vorbei. Und das können wir verkaufen. Konfliktdiamanten, Lötkolben, nochmal ein Konfliktdiamant, Unterhemd. Ja. Können wir alles verkaufen, bis auf das grüne Blatt. Das brauchen wir noch ein bisschen. Und dann können wir hier auch schon wieder weggehen. Und... Nee, warte. Wir kaufen uns nochmal ein paar Heildinger. Das braucht man ja. Kaufen, anpassen. Körperpanzer. Dat. So. Und damit sind wir, glaube ich, ein bisschen gut gesichert hier. Und können jetzt damit mit dieser ganzen Sache hier jetzt mal... Ich glaube, ich nehme diesen schönen Gyrokopter. Der bietet sich ja an. Und dann fliegen wir zum Flughafen. Ich meine, was gibt's Besseres, als mit einem Fluggerät zum Flughafen zu fliegen? Das ist doch mal ganz geil. Das sind ja 700 Meter, die wir jetzt fliegen müssen. Ich weiß nicht, wie schnell das Ding ist, aber guckt mal, wie schnell das Ding hier über die Insel rast. Ich glaube, das schaffen wir. Ist ja auch noch nicht kaputt, das Teil. Guck mal, mit einem Granatwerfer hier. Ich glaube, das ist auch mal ganz lustig, aus einem Gyrokopter mit einem Granatwerfer zu zielen. Auf jeden Fall ist der ja recht stark, der Granatwerfer. Und
Wir haben da ein bisschen was abgeschnitten. Das war nicht meine Schuld. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier hochkommen, denn ganz auf dem Berg ist der Flughafen. Naja, ist ja auch passend für die Flugzeuge. Dann landen sie halt auf dem Berg. Oh, oh. Senkflug. Senkflug. Scheiße. Alarmiere den Kommandanten nicht. Ja, schön, ne? Das ist schön, man kommt da an. Alarmiere, man kommt da an, wird entdeckt. Und dann heißt es, alarmiere den Kommandanten nicht, ne? Wenn man schon entdeckt worden ist. Ich bin am Flughafen. Gut, hab eben bei einem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus. Und denk dran, wir haben denselben Feind. Wenn du Kargansmänner erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Noch etwas. Du musst unauffällig sein, wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Lass dich nicht entdecken, Punkt. Ich hatte ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Jojo, wird gemacht. Wo sind denn jetzt die anderen Scharfschützen? Ich verstecke mich jetzt mal hinter diesen Teil hier. Und ich schau mal, wo sind denn jetzt noch... Toll, da sind ja Alarmglocken. Aber wir müssen jetzt mal schauen, wo die weiteren Scharfschützen sich versteckten. Verstecken, ja. Wo verstecken sie sich denn? Ich schau mal. Ich bin ganz unauffällig und muss da mal schauen, wo die sind. Wo sind die denn? Ich sehe keine. Was sind denn, wo sollen denn hier Scharfschützen sein? Also bis auf den einen da. Aber es täuscht wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind hier noch viel, viel mehr, als wir denken. Vielleicht hier auf der Seite. Also man kann ja von allen Seiten angreifen. Da waren ja nur zwei Wachtypis. Und es sind 6 Schützen oder was? 6 Scharfschützen. Wie willst du denn 6 Scharfschützen? Ich dachte jetzt 2 oder so. Aber 6? Wie kommt denn der auf 6? Wo sollen denn hier noch welche sein? Meine Güte. Und das soll alles unauffällig erfolgen. Da. Der ist schon mal durch einen Headshot gestorben. Ich war das nicht. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich das nie machen könnte. Ich kann nur keinen durch einen Headshot töten. Ich doch nicht, ne? Oh, da strahlt mich direkt einer an. Wow, das ist doch mal Scoping, ne? Ist ja auch einer. Wenn er mal stehen bleiben würde. Das ist im Moment noch zu riskant. Kann ich da jetzt nicht irgendwie so ein bisschen umgehen? Das Ganze. Ich weiß ja nicht, wo sich noch welche verstecken, aber es ist mir ein bisschen zu riskant. Wenn ich daneben schieße, werde ich entdeckt. Und da schauen wir mal. Das war genau. Und der auch. So. Wo ist denn jetzt der Letzte? Wo ist der Letzte? Irgendwo da auf dem Berg vielleicht? Nö. Wir können ja nur auf Häuser sein, ne? Oh. Da sehe ich was. Das ist mir noch ein bisschen zu riskant. Ich weiß nicht. Doch, geschafft. Okay, Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Zum was? Erreiche den Kontrollturm. Ja, ja. Dürfte man schaffen. Alarmiere den Kommandanten nicht. Ich alarmiere den sowieso nicht. Also, es sind ja nur so ein paar Leutchen, die da, ich sag mal, Wache ja, ein bisschen das bewachen. Ich weiß ja auch nicht, wo der Kommandant sich versteckt hält. Deswegen sollten wir jetzt anscheinend die Scharfschützen eliminieren, weil wir hier jetzt noch was vorhaben. Und jetzt noch da hoch, oder was? Gut, dann klettern wir noch ein bisschen. Jetzt hier oben wahrscheinlich agieren müssen. Und jetzt? Bin in Position. Bleib da und halt mir den Rücken frei. Ich habe noch was zu erledigen, bevor wir reden können.
Wenn bei dem Treffen was schiefläuft, gebe ich dir ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reaganomics sage, fängst du an zu schießen und hörst erst auf, wenn alle erledigt sind. Reaganomics? Okay. Alter. Okay. Wir schauen mal, das ist der Kommandant, ne? Ich halte diesen Kanal offen, aber sei ruhig. Ich brauche keine Ablenkung. Der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut, dann mal los. Okay. Ich kann ja auch nicht. Ich kann ja auch nicht mehr weg, ne? Ich muss das jetzt gezoomt haben. Ich hab die Ware hier, genau wie Sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung. Juma will, dass ich sie zu ihr bringe. Ist das ein Witz? Das können Sie nicht tun. Wir hatten einen Deal. Sie und Ihr Flugzeug werden schön hier bleiben. Ich bringe sie zu Juma. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Wo ich herkomme, ist ein Deal ein Deal. Sie können ihn nicht ändern. Das ist unamerikanisch. Jetzt reicht's mir langsam. Wir müssen eingreifen. Eine gesunde Politik, die finanzielle Zukunft. Oh. Oh. Scheiße. Jetzt geh runter. Schnell. Mach mal hinne. Oh. Hallo, ich bin hier. Was aus dem Norden? Uiuiui. Da sind welche und da ist noch einer. Wham, bam. Und guck mal. Aua. Dann halt so. Ich wollte es auf die feine englische Art machen, aber. Wisst ihr was? Bist du nicht? Warum ist er denn nicht kugelsicher? Das ist ja ein Scheiß. So, tot. Und? Geschafft? Meine schon, ne? Hm, da kommt noch ein Wagen hier. Wie zum Lagerhaus? Wo läufst du denn jetzt hin? Mein Gott. Ist das jetzt... Leute, das ist explodiert. Immer noch nicht. Mann. Tschüss hier. So, wo kommt eine ganze Horde? Hä? Alter Schwede. Was lassen die sich denn hier einfallen? Heli. Alter, scheiße. Wo? Oh Gott. Heil dich. Wo? Oh. Scheiße. Heil dich! Oh! Hedi ist da! Oh Gott, wer beschießt mich da? Wer beschießt mich da? Das ist nicht so toll. So, tot. Hedi auch weg? Oder wer? Alter, der Typ da. Haben sie das? Na dann. Oh! Was war das denn jetzt? Alter! Da sind ja noch welche. Werden sie das? Oh. Oh, ein Sniper! Scheiße, nein! Da sind Sniper und alles und... Der da. Oh. Da kommt noch. Schieß daneben. So. Und... Hier und da hinten kommen ja noch welche. Wie viel Leben hat denn Willis noch? Das ist die Frage jetzt. Hä? Hä? Wo sind denn... Hä? Wer? So, der ist tot. Und... Zack! Bam! Geschafft? Oder nicht? Doch. Bei all den Schüssen und Explosionen, die ich nicht höre, würde ich sagen, du bist sicher. Komm und triff mich im Lagerhaus, damit wir uns endlich mal kennenlernen. Triff dich mit Willis. Oh ja, der ist ja stimmt, der ist ja da hingegangen. Nur jetzt im Lagerhaus, oder? Ach, ich muss so... Ach, da. Tschüss, hallo. 25 Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich rieche gar nichts.
Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunnyboy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Denn auch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley, also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, den gerade abhebt. Oh, Scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Was werde ich brauchen? Was muss ich denn jetzt machen? Scheiße. Was muss ich denn jetzt machen? Verfolge das Flugzeug. Eieieiei. Das kann ja was werden. Wir verfolgen es. Alter, wir... Alles klar. Legen wir los. Alter, wir müssen da jetzt nicht... Ah! Wingsuit. Oder... Was hat denn? Ach so. Drücke, Ah, okay. Alter. Boah, was müssen wir jetzt machen? Wir haben einen Fallschirm. Wir haben einen Fallschirm und damit können wir landen. Oder? Oder? Naja, haben wir ja. Ich kann das ja jetzt leider nicht aus Minecraft-Perspektive mit F5 machen, dass ich alles sehe, aber wir haben es schon bestimmt. Ne? Wir setzen zum Landeanflug an und jetzt sind wir auf dem Boden. Leck mich am Arsch. AJ, ich vermute, du hast die Akte. Ja, und sie hilft mir kein Stück weiter. Free Willis, Mission beendet. Dann hilf mir bei einem Job. Dann nehme ich ein paar der Balken raus. Toll. Dafür haben wir jetzt die Mission gemacht. Ich bin hier, um Paganin und Yuma zu stürzen, was die Einheimischen anscheinend nicht schaffen. Und ich dachte, dein Volk versteht was von Guerillakriegsführung. Dein Volk? Der Goldene Pfad kämpft den falschen Krieg. Ich soll ihnen zeigen, wie es geht. Schritt 1. Den Flughafen übernehmen. Schritt 2. Einen gewissen AJ Gale rekrutieren. Das bist du. Triff mich hier, wenn du soweit bist. Oh, und erzähl dem Goldenen Pfad nichts von unserer Vereinbarung. Das ist nichts, was sie wissen müssen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mal einen abseilen, wenn du verstehst. Na dann. Oh mein Gott, das Klo ist nur ein scheiß Loch im Boden. Pech, ne? Also als nächstes können wir dann halt hier auswählen, dann können wir, einen Flughafen, wir haben den internationalen Flughafen von Kyrat, das ist sehr schön. Und, ja, so kann das doch echt weitergehen, ne, auch das wird ja echt noch ein Spaß hier werden. Aber ich hoffe, die Folge hat euch dennoch gefallen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei Far Cry 4 wieder.